Geschätzte Antragstellerinnen, geschätzte Antragsteller, aufgrund der Pandemie ist es leider Gottes noch immer nicht möglich, Informationsveranstaltungen zum Mehrfachantrag zu geben. Wir wollen aber einerseits mit diesem Video die notwendigen Hilfestellungen zur Ausfüllung liefern und andererseits stehen aber natürlich unsere ausgezeichneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Unterstützung der Mehrfachantragstellung zur Verfügung. Herzlich willkommen zu Teil 1 unseres Informationsvideos Mehrfachantrag Antragstellung 2021. In zwei Videos wollen wir versuchen, die Grundzüge der Antragstellung, die erforderlichen Angaben in den einzelnen Antragsteilen und die wichtigsten Fördervoraussetzungen der einzelnen Flächenmaßnahmen möglichst verständlich und komprimiert darzustellen. Die Videos richten sich an alle interessierten Antragsteller, unabhängig davon, ob Sie Ihren Mehrfachantrag selbsttätig oder mit Hilfe der Landwirtschaftskammer erledigen wollen. Die Antragstellung kann entweder selbsttätig online auf www.ama.at oder unter Zuhilfenahme Ihrer Bezirkslandwirtschaftskammer erfolgen. Wenn Sie die Hilfe der Landwirtschaftskammer in Anspruch nehmen wollen, beachten Sie bitte, dass es dazu jedenfalls eine Terminvereinbarung braucht. Dabei müssen die jeweils gültigen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Mit dem Mehrfachantrag erfolgt die Beantragung aller Flächenzahlungen, wie die Direktzahlungen inklusive Greening, Junglandwirte Top-up und gekoppelte Almzahlung, die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und sämtliche ÖPOL-Maßnahmen, an welchen Sie mit Ihrem Betrieb teilnehmen. Was ist nun bei der Beantragung jedenfalls zu beachten? Der Antrag darf nur vom jeweils aktuellen Bewirtschafter gestellt werden. Ist ein Wechsel in der Bewirtschaftung geplant, bedenken Sie bitte, dass die Prüfung und Durchführung des Bewirtschafterwechsels in der AMA bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen kann. Wenn Sie bei der Antragstellung die Hilfe der Landwirtschaftskammer in Anspruch nehmen wollen, so erfordert dies Ihre persönliche Anwesenheit bzw. die einer dazu schriftlich von Ihnen bevollmächtigten Person. Der Mehrfachantrag 2021 muss bis spätestens Montag, den 17. Mai, abgesendet werden. Bei einer verspäteten Antragstellung werden sämtliche Prämien pro Arbeitstag um 1% gekürzt. Anträge, die nach dem 9. Juni abgesendet werden, gelangen nicht mehr zur Auszahlung. Die Almauftriebsliste ist binnen 14 Tagen nach dem erfolgten Auftrieb jedenfalls bis Donnerstag, 15. Juli 2021 abzusenden. Für die Almauftriebsliste gibt es keine Nachfrist. Die Almweidemeldung Rinder muss ebenfalls innerhalb von 14 Tagen ab dem Almauftrieb abgesendet werden. Was ist bei einer selbsttätigen Antragstellung zu beachten? Voraussetzung, um den Mehrfachantrag selbsttätig bearbeiten und absenden zu können, ist ein IAMA-Zugang und ein gültiger PIN-Code. Diese Zugangsvoraussetzungen sind zum Beispiel dann gegeben, wenn Sie die Rindermeldungen selbsttätig im IAMA erledigen. Dann sind Sie auch mit der Erfassungsoberfläche des Programms, zumindest in seinen Grundzügen, vertraut. Wichtig ist aber auch, dass Sie sich mit den wichtigsten Förderauflagen und den für Ihren Betrieb zutreffenden Förderrichtlinien vertraut machen. Dazu stellt die AMA auf ihrer Homepage unter www.ama.at eine Reihe von Handbüchern und Merkblättern zur Verfügung. Außerdem gibt es für die Flächendigitalisierung und für die Online-Antragstellung sehr gute Kurzvideos zu den wichtigsten Themen rund um die Antragstellung. Auf den folgenden Folien werden Sie die wesentlichsten Schritte der Online-Beantragung erklärt. Bei den jeweiligen Antragsteilen erläutern wir auch, was dabei fachlich zu beachten ist. Der Einstieg ins IAMA erfolgt unter Eingabe der Betriebsnummer und Ihres persönlichen PIN-Codes. Alternativ dazu ist der Einstieg auch mittels Handysignatur möglich, wenn Sie sich dazu bereits freischalten haben lassen. In der Erfassungsmaske sind einige sogenannte Reiter dargestellt. Einer dieser Reiter trägt den Titel Flächen. Sämtliche Flächenanträge und auch das Inveco-Skiz zur Digitalisierung der Antragsflächen werden über diesen Reiter aufgerufen.
In der Legende auf der linken Seite der Erfassungsmaske finden Sie den Menüpunkt Mehrfachantrag und in der Zeile darunter den Button Online-Erfassung. Mit Doppelklick gelangen Sie auf die erste Seite der Erfassung Ihres Mehrfachantrages. Bevor jedoch mit dem Erfassen der einzelnen Antragsteile begonnen werden kann, müssen die Stammdaten, wie zum Beispiel Name, Adresse, Bankverbindung usw., auf ihre Richtigkeit geprüft und letztlich bestätigt werden. Dies ist nur beim ersten Einstieg in den Antrag erforderlich. Unterbrechen Sie in weiterer Folge die Erfassung und setzen diese zu einem späteren Zeitpunkt fort, so müssen die Stammdaten kein weiteres Mal überprüft werden. In Ihrem eigenen Interesse ersuchen wir Sie, vor allem auch auf die Richtigkeit und Aktualität von Handynummer und E-Mail-Adresse zu achten. Wichtige Informationen zum Antrag bzw. auch zu allfälligen Nachbesserungen werden von der AMA zunehmend auf elektronischem Weg zugestellt. Nachdem Sie die Richtigkeit der Stammdaten bestätigt haben, gelangen Sie zur Antragsübersicht. Hier sind alle Antragsteile angeführt, die für Ihren Betrieb aufgrund der bisherigen Beantragung von Bedeutung sind. Bearbeiten Sie alle Antragsteile der Reihe nach. Speichern und prüfen Sie dabei alle Antragsteile, wenn Sie sie fertig erfasst haben. Sie können die Erfassung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren. Vergessen Sie aber nicht, vor Beendigung der Arbeiten und Ausstieg aus der Erfassungsmaske auf das Speichern Ihrer Daten. Wir beginnen nun mit der Erfassung des Mehrfachantrags mit den Angaben zu Ihrem MFA im Bereich Direktzahlungen. Mit einem Klick auf den Button Vorjahresdaten holen werden alle Angaben, die Sie im Vorjahr im Bereich Direktzahlung in Ihrem Mehrfachantrag gemacht haben, eingeblendet. Prüfen Sie die Angaben daraufhin, ob sie noch zutreffend sind. Allenfalls ergänzen Sie Angaben bzw. nehmen Sie Kreuzerl aus dem Antrag, wenn diese Angaben für 2021 nicht mehr zutreffen. Beachten Sie dabei, dass Veränderungen der Vorjahresdaten dazu führen, dass die Vorjahresdaten gelöscht, also quasi auf Null gesetzt werden und daher alle Angaben im Bereich Direktzahlungen neu zu erfassen sind. Auf den nächsten Folien befassen wir uns in Stichworten mit den fachlichen Grundzügen der Direktzahlungen. Basis für die Direktzahlungen sind die im Jahr 2015 dem jeweiligen Antragsteller auf Grundlage seiner einheitlichen Betriebsprämie und der DIR-Prämien des Jahres 2014 zugeteilten Zahlungsansprüche. Ein Zahlungsanspruch entspricht dabei einem Hektar. Diese Zahlungsansprüche sind in den Folgejahren bis 2019 in 5 gleichen Schritten entweder aufgestockt oder abgeschmolzen worden, je nachdem, ob die Höhe der Zahlungsansprüche im Jahr 2015 über oder unter dem Zielwert von 295 Euro je Zahlungsanspruch gelegen waren. Die Direktzahlungen betragen seit 2019 einheitlich 295 Euro je Zahlungsanspruch und setzen sich aus der Basisprämie und der Ökoprämie, dem sogenannten Greening, zusammen. Zusätzlich gibt es für Junglandwirte unter bestimmten Voraussetzungen ein Top-up für die ersten 40 Zahlungsansprüche und für gealbte Rinder, Schafe und Ziegen eine gekoppelte Almzahlung. Die Details dazu zeigen wir auf den folgenden Folien. Zuerst befassen wir uns nun mit dem Greening, welches von Betrieben mit Ackerflächen über 10 Hektar eingehalten werden muss, um auch die Basisprämie in vollem Umfang erhalten zu können. Ab 10 Hektar Ackerfläche sind mindestens 2 und ab 30 Hektar Ackerfläche sind mindestens 3 Ackerkulturen anzulegen. Darüber hinaus müssen Betriebe mit einer Ackerfläche größer als 15 Hektar auf mindestens 5% ihrer Ackerflächen sogenannte ökologische Vorrangflächen anlegen. Solche Flächen können Brachen sein, Flächen mit Zwischenfruchtbegrünung oder mit stickstoffbindenden Pflanzen wie zum Beispiel Luzerne, aber auch sogenannte Bienentrachtbrachen. Die Flächen haben hinsichtlich ihrer Wertigkeit unterschiedliche Gewichtung
und es dürfen auf diesen Flächen keine chemischen Pflanzenschutzmittel angewendet werden. Wenn Sie mehr als 10 Hektar Ackerfläche bewirtschaften, beachten Sie bitte zu diesem Thema auch das entsprechende Merkblatt auf www.ama.at oder informieren Sie sich über die Details in Ihrer Bezirkslandwirtschaftskammer. Von den soeben beschriebenen Auflagen ausgenommen sind aber in jedem Fall Biobetriebe, Betriebe unter 10 Hektar Ackerflächen und Betriebe, deren landwirtschaftliche Nutzfläche zu mehr als 75% aus Grünland, Almfutterfläche oder Ackerfutter wie zum Beispiel Wechselwiese besteht. Das Junglandwirte-Top-Up beträgt 25% der Direktzahlungen je Hektar und wird für die ersten 40 Zahlungsansprüche gewährt. Dabei ist zu beachten, dass es bei der Überschreitung der nationalen Obergrenze zu einer Aliquotenkürzung dieses Zuschlages kommen kann. Die Voraussetzungen für den Erhalt dieses Top-Ups sind: Der Antragsteller darf im Jahr der Erstbeantragung nicht älter als 40 Jahre sein. Der oder die Antragstellerin muss eine fachliche Mindestqualifikation als Facharbeiter nachweisen und diesen Nachweis auch beim ersten Antrag mitsenden. Das Top-Up muss im Mehrfachantrag jährlich separat beantragt werden und wird maximal für 5 Jahre gewährt. Die gekoppelte Zahlung für gealbte Rinder, Schafe und Ziegen ist ein Teil der Direktzahlungen und wird an den Almauftreiber ausbezahlt. Die Beantragung erfolgt automatisch, sobald im Mehrfachantrag Direktzahlungen angekreuzt und fristgerecht eine Almauftriebsliste der jeweiligen Alm gesendet wird. Für Rinder ist zusätzlich die fristgerechte Absendung der Almweidemeldung Rinder erforderlich. Mit diesem Meldeerfordernis befassen wir uns in einer späteren Folie noch einmal separat, da es hier im Jahr 2021 zu Neuerungen kommt. Für die Prämiengewährung müssen die Tiere mindestens 60 Tage gealbt werden. Eine allfällige Vor- oder Nachweide auf einer Eigen- oder Gemeinschaftsweide zählt nicht zur Albzeit. Die Prämie beträgt für Kühe und Muttertiere im Bereich Schafe und Ziegen jeweils 62 Euro pro Großvieheinheit und für Jungrinder und Jungtiere von Schafen und Ziegen jeweils 31 Euro je Großvieheinheit. Als Altersstichtag gilt der 1. Juli. In der Erfassungsmaske für die Direktzahlungen können noch weitere Angaben erforderlich sein. So ist zum Beispiel ein Kreuz für die Top-Up-Zahlung für Junglandwirte zu setzen, wenn dies zutrifft. Wird der Betrieb nicht von einer natürlichen Person, sondern von einer Personen- oder Ehegemeinschaft, einer Gesellschaft oder Ähnliches bewirtschaftet, so müssen hier weitere Angaben zur Top-Up-berechtigten Person gemacht werden. Betriebe, die zwar nach dem Lebensmittelkodex anerkannte Biobetriebe sind, nicht aber an der ÖPUL-Maßnahme Bio teilnehmen, müssen hier ein Kreuz setzen, damit sie vom Greening befreit werden können. Für diese Betriebe gibt es außerdem ab 2021 die Möglichkeit, zu ihrer UPP-Prämie einen Biozuschlag zu erhalten. Mehr dazu dann im Abschnitt ÖPUL. Nun zum Bereich Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. Auch hier bietet die Erfassungsmaske die Möglichkeit, die Vorjahresdaten zu holen. Sobald Sie das Kreuz bei Ausgleichszulage gesetzt haben, werden auch alle Eigenangaben zur Erreichbarkeit sowie bezüglich allfälliger Wegehaltung und Extremverhältnisse aus dem Jahr 2020 angezeigt. Handlungsbedarf besteht hier nur, wenn sich bei diesen Angaben Änderungen gegenüber den Vorjahren ergeben oder einzelne Angaben nicht mehr zutreffen. Zu den Eigenangaben im Bereich Ausgleichszulage finden Sie darüber hinaus umfangreiche Informationen im einschlägigen Merkblatt der AMA auf www.ama.at. Wenn Sie keine ganzjährige Haltung von Rindern, Schafen, Ziegen, Pferden oder anderen Raufutterverzehrern haben,
so müssen Sie das entsprechende Kreuz in der Erfassungsmaske setzen. Ihr Betrieb wird in der Folge als Filos eingestuft und die Prämie entsprechend gekürzt. Die fachlichen Grundlagen für den Erhalt der Ausgleichszulage erläutern wir auf der folgenden Folie. Die Gewährung der Ausgleichszulage erfolgt auf Basis der im Antragsjahr bewirtschafteten bzw. beantragten Fläche im benachteiligten Gebiet. Das gesamte Bundesland Tirol ist in einem solchen benachteiligten Gebiet, dem Berggebiet. Dabei müssen mindestens 2 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche inklusive anteiliger Alpung bewirtschaftet werden. Der Betrieb muss in Österreich liegen und vom Antragsteller ganzjährig ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Die Flächen müssen dabei aktiv für landwirtschaftliche Produktion genutzt werden und es müssen entsprechende Maschinen- und Gebäudeausstattungen vorhanden sein. Außerdem muss der Betrieb sämtliche Bestimmungen im Bereich Cross-Compliance einhalten. Darunter versteht man die Einhaltung aller gesetzlich gültigen Vorschriften für den jeweiligen Betriebstyp, wie zum Beispiel Kälberrichtlinie, Tierschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Gewässerschutz und so weiter. Dies gilt sinngemäß aber auch für die Beantragung der Direktzahlungen und für die Prämiengewährung im Bereich ÖPUL. Wie bereits erwähnt, wird bei der Prämienermittlung zwischen viehhaltenden und filos wirtschaftenden Betrieben unterschieden. Als viehhaltend gelten dabei Betriebe, die durchschnittlich mindestens 0,3 Großvieheinheiten je Hektar oder ganzjährig zumindest einen Raufutterverzehrer halten. Ein weiteres Kriterium zur Ermittlung der Prämienhöhe sind die sogenannten Erschwernispunkte. Diese werden für jeden Betrieb individuell nach verschiedenen Kriterien wie Hangneigung, Anzahl der Trennstücke, Klimadaten, Seehöhe des Betriebes, Erreichbarkeit usw. ermittelt. Die Berechnung erfolgt automatisch aufgrund der Lage und der im jeweiligen Antragsjahr beantragten Flächen des Betriebes. Betriebe unter 5 Erschwernispunkte oder deren durchschnittliche Bodenklimazahl größer als 45 ist, erhalten dabei einen Pauschalbetrag von 25 Euro je Hektar. Die Prämie wird für Heimbetrieb und Alpung separat ermittelt. Dabei wird die Prämie stufenweise ab 10 Hektar reduziert. Maximal können 70 Hektar berücksichtigt werden. Die Ausgleichszulage für gealpte Tiere erhält der Heimbetrieb, also der Auftreiber. Die Prämienhöhe hängt dabei auch bei der Anrechnung der Alpung von der Erschwernis des jeweiligen Heimbetriebes ab. Für die Ausgleichszulage auf Almen werden je gealpter Großvieheinheit 0,75 Hektar Almfutterfläche angerechnet. Maximal können dabei 2 Großvieheinheiten je Hektar Heimgutfläche als gealbt berücksichtigt werden. Weitere MFA-Angaben betreffen das österreichische Umweltprogramm, das sogenannte ÖPUL. Im Mehrfachantrag können ÖPUL-Maßnahmen weder dazugenommen noch abgemeldet werden. Eine An- oder Abmeldung von ÖPUL-Maßnahmen kann nur im jeweiligen Herbstantrag erfolgen. Für diesen Fall empfehlen wir jedenfalls Kontaktaufnahme mit Ihrer zuständigen Bezirkslandwirtschaftskammer. Für den Mehrfachantrag 2021 können jedenfalls nur Maßnahmen, die mit dem Herbstantrag 2020 verlängert wurden, abgemeldet werden. Die gültigen bzw. verlängerten ÖPUL-Maßnahmen sind in der Erfassungsmaske aufgelistet. Achtung! Eine Abmeldung von Maßnahmen, deren 5-jährige Verpflichtung noch nicht ausgelaufen ist, weil zum Beispiel erst im Jahr 2017 mit dieser Maßnahme begonnen wurde, führt unter Umständen zur Rückforderung aller bisher erhaltenen Prämien für die betreffende Maßnahme. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen können auch ÖPUL-Maßnahmen, an denen der Betrieb bisher nicht teilgenommen hat, von anderen Betrieben übernommen werden. Ist dies angedacht, so raten wir dringend, einen Beratungstermin in Ihrer Bezirkskammer zu vereinbaren. Dieser Sonderfall ist sehr komplex und erfordert entsprechende Sach- und Detailkenntnis. Für einige ÖPUL-Maßnahmen sind zusätzliche Angaben erforderlich.
So zum Beispiel gibt es im Bereich UBB, also der Maßnahme umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung, ab dem Jahr 2021 die Möglichkeit, einen Zuschlag für biologische Wirtschaftsweise zu beantragen. Voraussetzung dabei ist aber ein aufrechter Kontrollvertrag seit dem 01.01.2021, die Einhaltung aller Auflagen für die biologische Wirtschaftsweise, und der Prämienzuschlag beträgt einheitlich 60 Euro je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Außerdem muss aufgrund einer EU-Prüfung durch Setzen eines Kreuzes bestätigt werden, dass die Weiterbildungsverpflichtung im Ausmaß von 5 Stunden für den Betrieb erfüllt wurde. Dazu auf der nächsten Folie noch mehr. Im Bereich Bio ist gegebenenfalls die Anzahl der biologisch kontrollierten Bienenstöcke anzugeben. Die entsprechende Anzahl an Bienenstöcken ist hier einzutragen. Wird am Betrieb konventionelle Pferdehaltung betrieben, so ist es ebenfalls hier anzugeben. Neu ist ab dem Jahr 2021 die Möglichkeit, dass nicht nur Pferde, sondern auch Rinder, Schafe und Ziegen konventionell gehalten werden können. Dabei ist zu beachten, dass nur mit allen Tieren aller genannten Kategorien an dieser Wahlmöglichkeit teilgenommen werden kann. Alle Auflagen gemäß Bio sind einzuhalten, mit Ausnahme jener Auflagen, die die Tierhaltung betreffen, wie zum Beispiel die Weideverpflichtung. Bei Inanspruchnahme dieser Ausnahmemöglichkeit, die in erster Linie für Betriebe geschaffen wurde, die den verschärften Auflagen rund um die Weideverpflichtung nicht nachkommen können, ist umgehend die Kontrollstelle zu verständigen. Eine Vermarktung der tierischen Produkte darf nur noch konventionell erfolgen. Und die so vom Bio ausgenommenen Tiere zählen auch nicht zur Ermittlung des GVE-Besatzes im ÖPUL. Der Betrieb wird bei der Prämienermittlung somit als viehlos gewertet. Auch die Biobetriebe müssen die Erfüllung ihrer Weiterbildungsverpflichtung mittels gesetztem Kreuz bestätigen. Sowohl für Bio- als auch für UBB-Betriebe gilt, dass ein falsch gesetztes Ankreuzen betreffend die Weiterbildungsverpflichtung als Vorsatz und somit als schwerwiegender Verstoß gewertet wird. Als Folge würde in diesem Fall die Prämie für die jeweilige Maßnahme für 2 Jahre einbehalten werden. Teilnehmer an der Maßnahme bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger und Biogasgülle müssen die jeweils ausgebrachte Düngemenge in der Erfassungsmaske eintragen. Außerdem sind ausgebrachte Menge, Ausbringungsart und Zeitpunkt im entsprechenden Formblatt aufzuzeichnen. Die geförderte Menge wird ab 2021 auf maximal 50 Kubik je Hektar düngewürdige Fläche erhöht. Die Vorgabe, dass mindestens 50% des anfallenden Flüssigdüngers bodennah ausgebracht werden muss, entfällt ab 2021. Diese Maßnahme ist die einzige, in die ein Neueinstieg mittels Herbstantrag 2020 möglich war. Für Neueinsteiger gilt dabei, dass im Mehrfachantrag 2021 nur jene Menge berücksichtigt werden kann, die im erlaubten Zeitraum 2021 bis zum 15. Mai ausgebracht wurde. Die bodennah ausgebrachte Düngemenge nach dem 15. Mai wird im kommenden Mehrfachantrag berücksichtigt. Teilnehmer an der Tierschutzmaßnahme Weidehaltung bei Schafen und Ziegen müssen hier die Anzahl der Tiere, mit denen an dieser Maßnahme teilgenommen werden will, eintragen. Bitte beachten Sie, ist die Zahl der über den Sommer geweideten Schafe oder Ziegen älter als ein Jahr größer als die Zahl dieser Tierkategorie zum Stichtag 1. April, so muss auch eine Durchschnittstierliste befüllt werden. Bei den Tierschutzmaßnahmen muss ja grundsätzlich immer mit allen Tieren einer Kategorie teilgenommen werden. Bei der Weidehaltung Rinder bzw. Stallhaltung von Schweinen und männlichen Rindern besteht die Möglichkeit, einzelne Tiere, die die Voraussetzung für die Teilnahme nicht erfüllen können, von dieser Maßnahme abzumelden.
In diesem Fall sind hier die entsprechenden Tiere unter Angabe ihrer Ohrmarknummer einzugeben. Bei der Maßnahme Silageverzicht gibt es einen gestaffelten Prämiensatz. Dieser ist abhängig von der am Hof produzierten Milchmenge. Bei Rinderbetrieben wird dies über die abgelieferte Menge bzw. die gemeldete Direktvermarktungsmenge ermittelt. Bei Schafen und Ziegen erfolgt dies durch Angabe der erzeugten Milchmenge in diesem Feld des Mehrfachantrages. Auf den kommenden beiden Folien werden die wesentlichsten ÖPUL-Vorgaben komprimiert und keinesfalls vollständig erläutert. Die ÖPUL-Verpflichtung gilt jeweils das gesamte Kalenderjahr und dauert grundsätzlich 5 Jahre, beziehungsweise läuft für alle mit Herbstantrag 2020 verlängerten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2021. Achtung! Verstöße im Jahr 2021 können bei verlängerten Maßnahmen Zurückforderungen bzw. Sanktionen bis ins Jahr 2015 zurückführen. Flächen, die von einem Betrieb 2021 neu dazugenommen werden, sind nur dann im ÖPUL prämienfähig, wenn diese Flächen auch schon bisher an der jeweiligen Maßnahme teilgenommen haben. Eine prämienfähige Ausweitung der Teilnahmefläche ist ausgeschlossen. Im Jahr 2022, dem zweiten Verlängerungsjahr, sollen neu hinzugekommene Flächen dann auch im ÖPUL wieder prämienfähig werden. Im ÖPUL sind die mit der Bewirtschaftung verbundenen Auflagen so vielfältig wie das Umweltprogramm selbst. Jeder Antragsteller hat im ersten Jahr seiner ÖPUL-Teilnahme die für die von ihm beantragten Maßnahmen gültigen Detailinformationen in Form von sogenannten Maßnahmenerläuterungsblättern von der AMA erhalten. Diese Maßnahmenerläuterungsblätter können auch jederzeit auf der AMA-Homepage www.ama.at im fachlichen Informationsportal im Bereich Formulare und Merkblätter unter ÖPUL eingesehen, nachgelesen oder auch heruntergeladen werden. Eine sichere Teilnahme am ÖPUL setzt die Kenntnis der mit der jeweiligen Maßnahme verbundenen Auflagen voraus. Mit Unterfertigung der Verpflichtungserklärung bzw. durch selbsttätiges Absenden des Mehrfachantrages bestätigt der Antragsteller, die Sonderrichtlinien und Förderauflagen zur Kenntnis genommen zu haben. Damit sind die Angaben zu den einzelnen Flächenförderungen im Mehrfachantrag abgeschlossen. In einem zweiten Video erklären wir die weiteren Antragsteile wie Feldstücksliste, Tierliste, Liste der seltenen Nutztierrassen und die Almauftriebsliste. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Videos der Landwirtschaftskammer Tirol um komprimierte Informationen handelt, die die genaue Kenntnis der jeweiligen Sonderrichtlinien keinesfalls ersetzen, sondern nur ergänzen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.